Die Dunkelheit verwandelte sich langsam wieder in Licht. Blendendes, rotes, feuriges Licht. Zuerst war es unglaublich. Die Sonne ging auf, um seine Sicht zu grüßen und seine Knochen zu erwärmen. Wie alles andere seit dem Unfall war es jedoch eine falsche Wärme. Ein falsches Gefühl der Hoffnung. Lass los. Die ersten paar Male, als er es schaffte, den Kopf zu drehen, um die Erde zu betrachten, war er erfüllt von der Hoffnung, dass er gerettet werden würde. Dass seine Kameraden ihn irgendwie finden und nach Hause bringen würden. Jetzt ist er froh, dass sie es nicht getan haben. Es hätte ihr Ende bedeutet. Es hat sich irgendwie in den Radioverkehr eingeklinkt. Im Laufe der Jahre hörte er einen ständigen Strom von Sendungen aus seiner Heimat. Oh, was war aus der Welt geworden? Aber es ließ ihn das wahrscheinlich nur hören, um ihn zu locken, ihn zum Fallen zu bewegen. Aber er wollte nicht. Nicht jetzt, nicht jemals. Sie wollen dich nach Hause bringen. Schau, wie sehr sie es versuchen. Er war sich nicht sicher, wie es genau passiert war oder was es genau war. An einem Tag war er in einem Shuttle auf einem geheimen Flug ins All. Und am nächsten? Nun, war er dort, wo er jetzt ist. Und diese Präsenz war dort bei ihm. Zuerst dachte er nur, es sei ein Produkt seiner Fantasie. Eine Möglichkeit, in der kalten Leere des Weltraums bei Verstand zu bleiben. Aber als er anfing, zur Erde zu treiben, begann er zu erkennen, dass er nicht trieb. Er wurde gezogen. Und je näher er kam, desto stärker war die Präsenz und es fühlte sich falsch an. Er ist sich auch nicht sicher, wie er das gemacht hat. Er hielt an, stoppte seine unnatürliche Trägheit. Er hat sich in einer Umlaufbahn um die Erde gefangen. Oh, wie die Präsenz wütete. Aber was er nicht erwartet hatte, war, dass sie sich so gut verteidigte. Es wickelte sich um ihn und seinen Anzug herum. Nicht wie etwas Festes, sondern nur dieses Gefühl. Und es war diese Präsenz, die ihn unaufhaltsam machte. Alles, was er berührte, zerbrach vor seiner Geschwindigkeit und Dichte. Selbst diejenigen, die geschickt wurden, um ihn zu retten, konnten nichts anderes tun, als zu scheitern und zu sterben. Aber weißt du was? Ich habe es gestoppt. Ich habe meine Kameraden gerettet. Ich habe uns gerettet. Oder besser gesagt, das Unvermeidliche gestoppt. Aber ich werde nicht loslassen. Auch wenn ich in diesem Körper, in diesem Anzug gefangen bin, werde ich nicht loslassen. Manchmal bekomme ich sogar die Kontrolle und ich schlage weiter auf mein Visier ein. Es dem Vakuum des Raumes auszusetzen, wenn es so tief in mir verwurzelt war, würde uns beide umbringen. Aber dafür ist es zu clever, zu alt und zu klug. Also werde ich weiter warten. Ich werde weiterhin der Vorbote des Todes sein, dessen Klinge über dem Hals der Erde schwebt. Und an dem Tag, an dem dieser Hurensohn stirbt, an dem Tag, an dem diese Präsenz merkt, dass sie uns nicht schlagen kann, werde ich endlich nach Hause kommen.